Duisburg und Topscorer Rochels gegen Freiburg, Erster gegen Zweiter. Viel mehr geht nicht, das wissen auch die Fans des Aufsteigers. Wahnsinn in Zahlen. Kurzer Schock vor dem Anpfiff. Marcel Correa gesetzt in der Innenverteidigung, Oberschenkel macht zu. Suero Fernandes kommt für ihn rein in die Startelf. Die Gäste zuletzt mit 13 von 15 möglichen Punkten und der ersten Szene in dieser Partie. Knapp 12 Minuten rum, das ist Gutau. Dreht sich gut um seine Gegenspieler. Der Schuss allerdings eine Pflichtaufgabe für den Keeper der Hausherren. Die kamen nach etwa 20 Minuten besser rein in diese Partie. Variables Offensivspiel, das ist Nick Woltemade. Und Nick Woltemade mit dem 1:0 für die SV Elversberg. 23 Minuten gespielt, blitzsauber rausgespielt über Suero Fernandes. Und Woltemade unter der Woche mit seinem ersten Saisontor. Hier legte das zweite nach. Und die Hausherren blieben dran. Eine ihrer Spezialitäten sofort nachlegen. Mit Rochelt, dem Topscorer, hier mit seinem achten Assist. Oder Pfeil verzieht nur knapp. Atubolo ist noch mit den Fingerspitzen dran. Werden wir hier noch mal sehen. Ansonsten wäre es der achte Assist geworden für Yannick Rochelt. Nur ein paar Minuten später. Es gibt jetzt gleich einen Einwurf für die Hausherren. Hier geht der Ball ins Aus. Und schau mal, wo der Einwurf ausgeführt wird. Geht auch ein bisschen schnell für unseren Kameramann. Und am Ende ist es Yannick Rochelt mit dem 2:0. Viel zu schnell für alle. Und Thomas Stamm, der Trainer der Freiburger, ärgert sich. Hier sehen wir es. Da geht der Ball ins Aus. Und dann der Balljunge. Blitzschnell, 10 Meter weiter vorne, sucht und findet damit den Einwurf Yannick Rochelt. Und der macht das 2:0 und Thomas Stamm bedient. Mit den klaren Worten in Richtung Schiedsrichtergespann. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Seine Mannschaft brauchte lange, kam dann aber kurz vor der Halbzeit dann doch noch mal vor das Gästetor. Und Christoph zeigt, warum er gesetzt ist im Kasten der Elversberger. Sein Vertrag schon verlängert, pariert hier klasse gegen Kehl und dann im Nachfassen auch noch vor Gutau überragend pariert. Aber die Elversberger mit dieser Führung, und die war absolut verdient, hatten noch einen auf dem Schlappen. Suero Fernandes scheitert an Atubolo, das hätte auch das 3:0 sein können. So ging es mit einem 2:0 in die Pause und der Wintermeister auf dem Weg zum Herbstmeister, Fragezeichen, rein in die zweite Hälfte. Wieder die Hausherren, die besser rauskamen. Klasse Pass in den 16er, das ist Jakobsen. Und dann visiert er das kurze Eck an. Vielleicht hätte er ihn auf den langen Pfosten ziehen müssen. Aber spielstark, flexibel, so wie man den Aufsteiger, den Spitzenreiter, kennt. Freiburg mit 3 Wechseln zur Pause, aber nicht wirklich besser. Das ist noch die beste Szene. Nach gut einer Stunde ist es Wagner 2-mal aus der Distanz, 1-mal abgefälscht. Ja, es gab eine Ecke. Viel mehr war es dann aber auch nicht. Freiburg harmlos vor dem Kasten der Elversberger. Knappe Viertelstunde vor dem Ende. Woltemade, 1,98 groß, aber technisch klasse. Kaum zu bremsen. Und wenn, dann mit einem Foulspiel. Schiedsrichter Eckermann fackelte nicht lang und völlig zurecht. Hier sehen wir es. Hoti kommt zu spät, trifft den Stürmer am Fuß. Es gibt Elfmeter. Koffi gerade eingewechselt mit der Möglichkeit zum 3:0. Und Koffi, bisschen lässig. Atubolu hält, aber der Pfiff kommt. Wir werden sehen. Ein halbes Dutzend Freiburger viel zu früh gestartet. Der Elfer muss wiederholt werden und Koffi darf nicht. Jetzt macht Jakobsen. Jakobsen gegen Atubolo und dieses Mal sitzt das Ding. 3:0 für die SV Elversberg. 3:0 dann auch das Endergebnis und 3:0 auch ein Ergebnis, was in der Höhe absolut in Ordnung geht. Horst Steffen darf feiern und wir hören die Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr gut verteidigt. Ja, ich finde, das haben wir sehr ordentlich gemacht. Ein, zwei Halbchancen mal zugelassen, mehr war es nicht. Und nach vorne hin wussten wir, dass wir immer torgefällig sein können. Und ja, dementsprechend haben wir dann auch die Gelegenheiten genutzt, Tore zu machen, die wir hatten dann erste Halbzeit. Und haben schnell reagiert beim Einwurf auch noch, wo ich das Gefühl hatte, okay, die Mannschaft ist wach. Und ja, war einfach bis zum Schluss dran und hat wenig zugelassen. Und das war sicherlich der Schlüssel. Dass wir hier auf eine gute Mannschaft getroffen sind, das haben wir vorher gewusst. Hätten gerne mehr mitgenommen. Jetzt ist es so, müssen wir akzeptieren und haben in der Rückrunde die Möglichkeit zu zeigen, dass wir auch Elversberg schlagen können. 41 Punkte hat die SV Elversberg jetzt schon auf dem Konto. Einen mehr als bei ihrer letzten gesamten Drittligasaison. Von einem Aufstieg wollen sie nichts hören, sagen wir. Glückwunsch zum Klassenerhalt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.